Guck, glaubst du mir eigentlich, dass die alle einen Kickstarter haben? Kickstarter, wie Moped oder was? Ja, zeige ich dir. Hier, guck mal. Mach noch mal. Ja, habe ich gerade. Guck mal aufs Display, ist an. Ich habe nicht drauf gedrückt oder irgendwas. Du verarschst mich, ne? Aber hier haben die damals Müll vergraben. Guck dir das mal an. Unglaublich, oder? Morgen Künstlinger streuen? Ja. Ja. Und dann läuft das. Eigentlich ist es ja ein Fahrrad. Ja. Also nach meiner Meinung ist es immer ein Fahrrad. Aber umgangssprachlich sagt jeder E-Bike. Und wenn du in der Anleitung guckst, ist es ein Pedelec. Aber bei mir ist das, sind das alles Fahrräder, weil es hat Räder und man kann drauf fahren. Also Fahrräder. Ganz, ganz einfach. Moin. Ja, dieses Rad kommt dir vielleicht ein bisschen bekannt vor, kommt auch aus der Familie Cruiser und Swing. Und dieses Modell heißt Cruiser Mixtail, wegen dem Rahmen, das ist ein Trapezrahmen. Und hier steht das als Modell Urban. Urban, das erkennst du daran, dieses Fahrrad hat einen Zahnriemen und die 8-Gang-Nabenschaltung mit Freilauf. Hier in der Mitte siehst du das abnehmbare Bosch Intuvia Display. Und hier kannst du sämtliche Daten ablesen. Neben Geschwindigkeit siehst du hier immer die Maximalgeschwindigkeit, den Ladezustand vom Akku. Du hast hier die Durchschnittsgeschwindigkeit. Du siehst die Fahrzeit. Hier oben siehst du den Füllstand vom Akku. Dann siehst du die Gesamtstrecke. Ja, ich muss mich hier auch einmal kurz entschuldigen. Der Akku, den haben wir jetzt fürs Video leider nicht aufgeladen. Passt eigentlich nicht so ganz zu uns, weil wir sind immer so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen? Wir sind eigentlich voller Energie. Aber du siehst, wir sind über 30,8 km/h gefahren. Das ist nämlich die Maximalgeschwindigkeit. Und das heißt, wir sind über den Unterstützungsbereich hinausgefahren mit diesem Fahrrad. Und das ist doch schon, das ist schon Leistung. Ja, du siehst, wir sind über 30,8 km/h mit diesem Fahrrad gefahren. Wir sagen ja, das ist schon Leistung. Aber das Schöne bei diesem E-Bike, Pedelec oder Fahrrad, wie wir es denn auch immer nennen wollen, siehst du an den 30,8, das Rad fährt auch mit ausgeschaltetem Motor wirklich sehr, sehr leicht. Neben Geschwindigkeit sprechen wir auch einmal kurz über die Bremse. Und hier siehst du die Magura HS22, wieder mit dem verstellbaren Hebel, 3 Stufen. Das ist die erste, das ist die zweite und das ist die dritte und so wieder zurück. Warum braucht man das denn? Das ist dafür, dass wirklich jede Handgröße auf diesem Fahrrad gut fahren kann bzw. gut bremsen kann. Und was auch genial ist, diese Einstellschraube, die ist dafür da, um den Druckpunkt bzw. die Bremse einzustellen bzw. nachzustellen. Hier auf der rechten Seite ist der Drehgriff der 8-Gang-Schaltung. Dieses Fahrrad ist ja mit 8-Gang ausgestattet. Okay. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich darüber sagen soll. Ja, Kamera läuft, gut. Jo. Hier auf der rechten Seite siehst du den Drehgriffschalter der 8-Gang-Nabenschaltung. Und wie auch bei den anderen Modellen wie Swing und Cruiser, hat dieses Rad braune Ledergriffe, die sogar ergonomisch geformt sind für maximalen Fahrkomfort und Entlastung der Handgelenke. Die Sattelstütze ist natürlich gefedert und passend zum Design ist wieder ein brauner Sattel verbaut. Was mir besonders gefällt an den Modellen Cruiser, egal ob Mixte oder das normale Cruiser, ist diese Rahmentasche. Ich mache die mal auf, wir können da ja mal reingucken, weil da, hier ist sogar ein Reißverschluss, also hier ist richtig viel Stauraum, 2 Räume. Und in dieser Tasche ist der 500 Watt Akku versteckt, der für mindestens 120 Kilometer Fahrspaß reicht. Und das Geniale ist, dass du diese Tasche nie abnehmen musst, egal ob du deinen Akku aufladen möchtest. Das kannst du hier. Hinter diesem Loch ist die Ladebuchse versteckt. Und hier oben, hinter dieser Öffnung, ist das Schlüsselloch. Und wenn du wissen möchtest, wie der Ladezustand deines Akkus ist, kannst du das hier unten auch ablesen. In diesem Rad verbaut ist der Bosch Performance Line Motor und ist kombiniert mit dem Gates Zahnriemen
und einer 8-Gang-Nabenschaltung mit Freilauf. Gehen wir zum Gepäckträger. Hier siehst du den Spanngurt, den verbaut Riese und Müller bei den Modellen Cruiser und Swing serienmäßig. Und der Gepäckträger ist von Racktime. Und das habe ich ja schon mal erzählt. Hierfür gibt es verschiedene Adapter für Körbe, Taschen und so weiter. Das ist das Riese und Müller Cruiser Mixte in der Ausführung Urban. Und das ist die Farbe Creme-Weiß. Neben dieser wunderschönen Farbe gibt es auch noch ein wunderschönes Schwarz. Und ich würde jetzt auch liebend gerne damit losfahren. Allerdings ist das nicht meine passende Rahmengröße. Und das Modell Cruiser, das ich in einem anderen Video schon mal vorgestellt habe, das ist dann eher nach meinem Geschmack.